So, jetzt gehe ich die Augenbrauen nochmal etwas nach, fülle mir nur ein bisschen die Härchen auf und da nehme ich jetzt wieder einen härteren Stift, denn das würde ich auch dir empfehlen, weil mit einem härteren Stift kannst du viel einfacher arbeiten, du kannst leicht reinschattieren, du kannst feine Härchen reinzeichnen und bekommst hier einen richtig schönen natürlichen Look. Diese Stifte gibt es von verschiedenen Firmen, die haben eine feine kleine Mine, eine sehr stabile und harte Mine, aber so kannst du eben schön auf der Haut malen oder eben auch Härchen reinzeichnen und je nachdem, was du eben haben willst. Du kannst eine Shadow-Technik machen, indem dass du mit wenig Druck eben nur rein schattierst. Von dem her, eins meiner Lieblingsprodukte eben sind diese Stifte mit einer härteren Mine. Und ich meine, klar, hier ist auch ein bisschen permanent unten drunter. Das macht es mir natürlich sehr einfach, weil ich hier natürlich nur am Permanent-Make-up entlang gehen muss für eine perfekte Augenbraue. Jetzt auf die Lippen, dann natürlich am Schluss noch etwas Gloss oben drüber und um natürlich auch hier den Glanz auf die Lippe zu bekommen. Wie gesagt, nochmal, außer bei den Augenbrauen und außer bei der Mascara verwenden wir ausschließlich Produkte mit Glanz.